Hallo Leute, hier ist Wallo Wizard zusammen mit Fleddy. Wir sind bei Wallo vs. Fleddy und wir sind in der zweiten Runde unseres Battles. Ich fliege 1-0 zurück nach dem Smash Bros. Desaster und wir spielen Star Wars Episode 1 Racer. Best of 3. Mehr gibt's eigentlich gar nicht groß zu sagen, würde ich mal so behaupten. Außer, dass wir es gerade schon aufgenommen haben. Ich gewonnen habe und er Wallo Wizard das versaut hat. Ja, irgendein Idiot, ich weiß nicht wer es war, der hat auch tatsächlich den Kommentar gelöscht. Das gibt's ja wohl nicht. Gibt's nicht. Ganz verrückt. So Leute, jetzt seht ihr meinen Turbo-Start hier oben. Super-Start, er schafft's nicht. Also Wallo Wizard ist oben. Fleddy ist unten. Es wird episch. Ja. Oder ich, wie gesagt, ihr könnt es jetzt schon eigentlich schon ausmachen, oder willst du am Ende vorspulen? Weil ich bleib vorne. Nee, es ist gar nicht so sicher. Ich habe jetzt auch schon eine Runde gewonnen. In den Aufnahmen gab es tatsächlich einige Überraschungen. Ja. Aber gut. Unzufriedenheit macht sich breit. Es ist schwer, das Spiel. Ich muss mal echt jetzt so mal ein paar Worte darüber verlieren. Es ist schwer. Ich weiß gar nicht, was daran so schwer nichts. Ist. Gar nichts. Irgendwie. Es liegt mir nicht. Es liegt mir nicht. So, jetzt wird's schwierig hier auf dem Eis, ne? Da, ihr habt keine Ahnung, wie sehr dieses Eis schlittert. Das ist jetzt nicht hier Mario Kart Sorbeeland schlittern. Das gibt's ja wohl nicht! Das ist Star Wars Episode 1 Racer Hardcore schlittern James Bond auf dem Eis mäßig, wisst ihr? James Bond Style, ja. James Bond Style, kennst du den Film nicht? Wer auf dem Eis fährt? Nein. Ich guck keinen James Bond. Ja, ich auch nicht. Ist das ist ziemlich die schlechteste Filmserie, die es gibt. Das musste ich in der Schule mal gucken. So. Ja. Hölle. Ich bin Erster. Ja, das gefällt mir halt gar nice. Nicht. Nice. Oh, Leute, wir hatten so viele schöne Sachen erzählt, ne? Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir geredet haben. Wir haben erzählt, dass die Grafik auf dem Emulator besser ist. Genau. Die auf dem Emulator sieht die Grafik echt geil aus, finde ich. Und Fleddy sieht das ein bisschen anders. Also es flasht mich nicht mehr so. Ich finde es sehr gut. Ich finde es wirklich gut. Also das ich meine, wir haben 2011. Ist das so? Und da gibt es Besseres. Gut, ich muss sagen, ich habe in der letzten Zeit nur Wii gespielt und God of War, Ghost of Sparta. Was alles so grafisch, naja, also sieht nicht so gut aus wie das hier. Das kann gut sein. Das sieht besser aus, wirklich. Ja. So, und jetzt muss ich mich mal ein bisschen hier konzentrieren. Das gefällt mir nicht, dass du immer noch vor mir bist. Wenn ich die Strecke gewinne, also dann sieht es wirklich gut aus für mich. Danach spielen wir auf Anakins Heimatplaneten. Tatooine. Ist es Tatooine? Weil da stand nicht was von Boona. Nein, ist aber auf Tatooine. Es ist Tatooine, ne? Ja. Ich hatte Star Wars Crack. Ja. Ich habe mir die komplette Saga auf Blu-ray geholt und sie ist noch verpackt. Sie liegt jetzt seit 2 Wochen verpackt hier. Habe ich gestern gesehen. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob du schon geguckt hast. Aber habe ich gesehen, ist verpackt. Alles klar. Die bleibt verpackt. Die bleibt verpackt. Das ist ein als Sammlerstück. Als Collector. Echt, mach mal die Packung nicht auf. Oh, wieder James Bond. Der Wertverlust. Fuck you. Wie konnten wir das... Oh, nein, jetzt passiert mir schon... Oh, das kann nicht sein. Oh, ich bin immer noch vorne. Ich glaub's nicht. Es passieren mir jetzt Fehler, die mir noch nie passiert sind. Es könnte sein, dass die Strecke dadurch viel länger... Nee, eigentlich nicht. Die kann jetzt dadurch nicht länger dauern. Nee. Ich bin ja die ganze Zeit nicht. Der letzte muss sowieso bis zum Ende spielen. Ja, das stimmt schon. Ist aber jetzt wesentlich ein bisschen spannender als letztes Mal. Ja, definitiv. Letztes Mal lag ich irgendwie 15 Sekunden zurück, durchgehend, die ganze Strecke. Jetzt bin ich ja drin, ne? Jetzt bin ich Profi. Achso. Also, wenn ihr mal lernen wollt, wie man das Spiel richtig geht, dann kommt ihr vorbei. Ganz genau. Und dann zeige ich euch das, ne? Das ist gar kein Problem. So. Aber ich bin ja schon... Ja, du bist weiter. Nicht schön. Ist nicht schön. Nein. Meine Hassstelle. Ich weiß nicht warum. Schon wieder sauknapp. Ich kann es nicht verstehen. Oh, ist auch sauknapp. Hier ist alles sauknapp gerade. Ich bin hinten, deswegen fahre ich schneller. Immer der hinten liegt, fährt eindeutig schneller wie der andere. Wenn du weiter zurück bist, fährst du sogar 150 schneller. Dann hast du echt das Problem, dass du wirklich gegen jede Ecke knallst und nur noch explodierst. Also eigentlich macht es gar keinen Sinn. Ich finde das nicht gut. Finde ich nicht gut. Wäre es unmöglich, irgendwie ranzukommen. Also ja, wenn du genauso schnell fahren würdest, dann würdest du auch so viele Fehler machen. Ich weiß, aber es wird nicht passieren. Weil ich hinten bin. Ach, das ist doch Blödsinn.
Ah, genau, wir hatten ja noch gesagt, dass Items in diesem Spiel nicht verkehrt werden. Oder ein Boost. Ein Boost wäre auch nicht schlecht, dass man so ein bisschen taktisch da was reinbringt, aber nein. Ey! Boah! Brems doch. Arsch. Ja, das rettet mir gerade mein Leben. Bist du Erster? Nein. Nein. Letzte Runde, ey. Oh, verdammt, das wird knapp. Das ist nicht wahr. Boah, ich bin gespannt, ey. So gut war ich noch nie. Nee. Das könnte auch bedeuten, dass ich auf den anderen Strecken jetzt eventuell einen Tacken besser sein könnte. Das gefällt mir nicht. Oh. Ich lasse dich einfach nicht vorbei. Ich guck auf dein Bild. Das war super. Oh. Ah, ey, was soll das? Du bist doch voll abgekommen. Nein, scheiße. Ja. Ey. Keine körperliche Gewalt hier. Disqualifikation, ich hab gewonnen. Nein. Mann, ich verliere die Strecke schon wieder. Das kann doch nicht sein. Und gewonnen! Sollte das gerade sein? Ich weiß es nicht. Okay, na gut, das war die erste Runde. Läuft wie immer. Ich möchte eigentlich kein 2-0 haben hier in der Gesamtwertung. Das gefällt mir nicht. Ach ja, genau, da war ja noch was. Da war noch was, genau. Wir wollten ja noch mehr Bestrafungen, Leute. Ja, genau. Haut doch mal harte Bestrafungen raus. Zum du Beispiel, hattest eine gute. Genau, zum Beispiel sagt der Junge, soll ein Musikvideo drehen oder so. Er soll sich selbst ein Lied aufnehmen und dazu ein Video drehen. Am besten in der Innenstadt oder so soll das gedreht werden. Und er soll es auf Facebook posten bei seinen Freunden. Die sollen doch auch was zu lachen haben. Und so weiter, solche Sachen. Ne? Was Peinliches. Natürlich sind Schmerzen auch gern gesehen. Solange es nicht zu hart ist. Ne? Also, aber wir haben Mittel hier. Knochenbrüche brauchen wir nicht. Ja. So ein bisschen Ohnmacht oder so, das ist schon in Ordnung. Vielleicht, wenn man sich einscheißt oder so, ist auch okay. Ja. Sowas. Was gibt's denn noch? Was könnte man denn als. Mal ein paar Beispiele hier. Mir fällt gerade nichts ein. Aber das mir kommt auch noch. Nicht, aber wenn es dann soweit ist, dann werde ich schon was Gutes parat haben. Ja, auf jeden Fall. Oder vielleicht hat der eine oder andere mir dann schon eine gute Idee geschickt, wie Flatty bestraft wird. Denn er wird ja 5-1 verlieren. Nehme ich jetzt mal an. Genau. Ersten Punkt kann ich ihn ja leider nicht mehr nehmen. Schade, aber ist halt so. Es ist schon wieder so eine Sache. Ich komme hier nicht ran. Fährt er vor mir weg und... Jetzt waren wir beide... Ich lasse dich nicht einfach vorbei. Ja. Das geht so wohl nicht. Das ist in der zweiten Runde. In der zweiten Runde ist das nicht gut. Das hätte jetzt... Wäre das jetzt die dritte Runde, dann würde ich jetzt sagen, ich habe gewonnen. Das... sehe ich nicht so. Das werden wir ja gleich sehen. Und jetzt? Ach, verdammt. Ich würde sagen, wenn ich diese Runde gewinne, bin ich der beste Spieler in Star Wars Episode 1 Racer der Welt. Dann hätten wir das schon mal geirrt. Guck mal. Ich hab dich doch schon wieder, oder? Ich bin erst da. Das ist optimal. Das ist optimale Bedingungen, Leute. Ihr könnt jetzt was erleben. Also jetzt bitte oben aufpassen, da passiert jetzt einiges. Ein Wunder. Ob der hier wohl Windschatten annimmt? Ja, macht er. Macht er? Ja. Echt jetzt? Ja, kein Scheiß. Geil. Spielt ja noch besser, als ich dachte. Ja. Apropos Windschatten, die Effekte. Ah, die Effekte sieht man den Staub an. Wow. Atemberaubend. Aus welchem Jahr ist das Spiel eigentlich? Wann kam denn Star Wars Episode 1 raus? 2000. Ist das nicht schon noch länger her vielleicht? Kann gut sein. Ich glaube, da durfte ich noch nicht mal da ins Kino. Weil der war ab 12 und. War der ab 12? Ich glaube, der war ab 12. Nee. Was denkst du denn? 6? Ja. War doch gar nichts. Hallo. Das war ja nicht. Da werden Leute getötet. Echt? Nein, Roboter. Das heißt Roboter. Das ist auch so lange, wie sprecht ihr Roboter aus? Roboter? Oder wie er hier mit Butter? Roboter. Ich sage gar nicht Butter, ich sage Roboter. Ich will nicht sagen, aber Scheiße. Ich habe einen Punkt und ich habe gewonnen. Oh mein Gott. Das heißt Losung. Och man, Leute, ich wollte doch gewinnen. Ja, das war okay, aber nichts. Okay, ich hole mal den Lospot und dann hoffen wir auf ein gutes Spiel für mich. Suche. Aufpassen. Das ist gefährlich hier. Ist eng. Okay. So. Augen zu. Ich mische das nochmal durch. Ja.
ist ja egal eigentlich. Sowas das muss egal. Trotzdem sein. Entschuldigung. Es sind auch Nieten drin. Das stimmt nicht. Es sind eigentlich alles nur Nieten. Okay. Oh Gott. Was könnte das sein? Was ist das? Oh. Was kommt als nächstes? Wir spielen ein Super Nintendo-Spiel. Ich glaube, ich hatte das in der Ahnung. Und zwar Mortal Kombat 3. Geil. Geil, auf jeden Fall. Das ist geil. Das ist geil. Alles offen. Erstmal freut man sich immer. Und dann stellt man fest, dass es eigentlich scheiße ist. Ja. Okay, Leute. Ich sag bis dann und ciao. Ich bin Batman. Alles klar.